In dieser Woche wird das Gesetz zur Neuordnung der Finanzbeziehungen von Bund und Ländern am Donnerstag im Deutschen Bundestag beraten. Es gibt eine längere Beratungszeit, weil auch Ministerpräsidenten zu diesem Thema sprechen werden. Es ist eines der umfassenden Reformwerke seit mehreren Jahren und es wird eine Reihe von Grundgesetzänderungen geben. Das bedeutet, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit am Donnerstag im Deutschen Bundestag, was bedeutet, dass natürlich alle an Bord sein müssen, dass es keine Dienstreisegenehmigungen für diesen Tag gibt, damit dieses Gesetz auch tatsächlich die erforderliche Mehrheit hat. Wir haben in dieser Woche eine Diskussion über den Bundeswehrstandort in der Türkei Incirlik. Die SPD versucht da mit Anträgen die Diskussion zu beeinflussen. Das ist bemerkenswert, weil sie damit ihrem Bundesaußenminister, unserem Bundesaußenminister in den Rücken fällt, der gesagt hat, er möchte noch einmal mit der Türkei verhandeln. Und in der Sache ist ja auch alles klar, deswegen wird es dazu auch keine Beratung im Deutschen Bundestag und in den Ausschüssen geben. Die Bundesregierung hat erklärt, wenn die Türkei bei ihrem Nein bleibt, keine Besuche von Abgeordneten in Incirlik, wird sie einen alternativen Standort suchen. Das geschieht auch und ich kann dazu nur sagen, wenn in 14 Tagen eben die Gespräche zum Ergebnis hatten, dass Incirlik nicht besucht werden kann, dann muss ein anderer Standort gefunden werden. Das geht so nicht. Dann muss man der Türkei sagen, Ende, und dann gehen wir woanders hin. Dazu bedarf es aber jetzt keiner besonderen Diskussionen. Die SPD glaubt, sie müsse jeden Strohhalm ergreifen, um öffentliche Aufmerksamkeit zu erreichen. Die Umfragen zeigen, dass es aber diese Hektik, die durchschaut wird, die keinen wirklichen Hintergrund hat, zu nichts führen wird.